Bugatti wird 110 Jahre alt und feiert unter anderem in Pebble Beach. In einem Auto, das Sie allerdings vorstellen in einer völlig anderen Umgebung. Hier in Campo Gaiano, Ihrer früheren Fabrik, wo die Bugatti bis etwa Mitte der 90er gebaut wurden. Und dort hat der Chefdesigner Achim anscheinend die Inspiration, sagt er, gewonnen für dieses Auto. Den 110 heißt auf Deutsch 110. Das schwarze Glas vorne sagt uns, da ist gar nichts drin, auch wenn ein Chiron, das normale Serienprodukt, unter diesem 110 steckt. Also, ich habe den ganz normalen, wenn man so überhaupt so sagen kann, den ganz normalen Bugatti mit ein paar feinen Unterschieden. Erstens haben sie 40 Kilo rausgenommen aus dem Auto. Na gut, er wiegt immer noch knapp 2 Tonnen. Dafür aber auch 100 PS reingesteckt. Und das kann man tatsächlich zumindest halbwegs sehen. Das Glas ist etwas durchsichtig. Und wenn ich genau reinschaue, dann sehe ich auf den Ansaugdeckeln die 1600 aufleuchten, dort wo normal 1500 stehen. Also es gibt einen Aufschlag 100 PS. Große Show ja am Ende. Letztendlich, sagt Achim Anscheid, müssen wir die ganze Abluft von diesem Auto wieder rauskriegen. Also habe ich hier Licht- und Luftabfuhr zugleich. Eine Menge Wind wird der Wagen ohnehin machen, denn es wird nur 10 Stück geben. Jedes 8 Millionen Euro teuer. Muss man dazu sagen, die sind alle schon verkauft angeblich. Die Kunden sind gekommen, haben von einem Foto gesehen, nehme ich, möchte ich. Müssen allerdings noch warten bis Mitte 2021, denn dann beginnt in Molsheim bei Bugatti die Produktion dieses 110.